Leute! Aber was macht sie da? Oh mein Gott! Ich habe auch gar keine Übersicht mehr über die Drohne! War das ein nicer Film gewesen? Popcorn mit Doritos zusammen! Was ist ihr lieber? Nachos oder Popcorn? Welches Team seid ihr? Oh mein Gott! Die Kamera läuft ja auch schon! Herzlich willkommen zurück zu Comeback TV zu einem neuen Video! Leute, wie immer, wir befinden uns auf dem Weg zu 100.000 Abonnenten. Lasst uns jetzt gerne ein Abo da, das würde uns sowas von freuen. Bitte, bitte. Und vielleicht schaffen wir heute, haltet euch fest, die 2.000 Likes. Das würde uns auch freuen. Und zu allerletzt, es werden jedes Video zwei Leute gegrüßt. Du bist auch gegrüßt worden. Dann lass jetzt einen coolen Kommentar, gern unten hier in den Kommentaren da. Und die zwei Kommentare, ding, 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 werden jetzt hier eingeblendet. Aber zum heutigen Video, Leute. Wie ihr seht, ich war gestern Abend im Kino gewesen und zwar in Space Jam 2. Wow, absolut heftiger Film. Es hat mich sowas an meine Kindheit erinnert. Wer war auch in den Kinofilmen gewesen? Es war sowas von cool gewesen. Und ich bin heimgekommen und dann habe ich irgendwelche komischen Hasengeräusche gehört. Es hat sich irgendwie nach Bugs Bunny angehört und nach Cartoon Cat. Wir haben ja Cartoon Cat schon öfters mit der Drohne überwacht. Ich habe rausgeschaut und habe dieses fette Gebäude gesehen, ja? Und genau zu diesem fetten Gebäude fahren wir jetzt und werden dort versuchen, Bugs Bunny oder irgendjemand anders vom Space Jam befindet oder nochmal Cartoon Cat. Habt ihr Lust darauf? Wen sollen wir als nächstes mit der Drohne überwachen? Auch gerne mal in die Kommentare, weil ich würde sagen, wir packen es jetzt. Und ja, komm. Die können wir jetzt auch mal hier liegen lassen, würde ich sagen. Lasst uns auf den Weg machen! Auf geht's! So schnell wie es geht hin! Okay Leute, wir sind wieder mal auf dem Weg. Ich bin echt gespannt, ob sich dort wirklich der Cartoon Cat könnte dort sein. Schreibt das mal gleich in die Kommentare, aber okay, das Gebäude ist bald dort. Genau hier ist das Gebäude, Leute. Lass uns mal schauen, ob sie wirklich da ist. Okay Leute, wir sind endlich angekommen. Das ist das Gebäude, aber sind hier doch Arbeiter da? Denkt ihr wirklich, Cartoon Cat kann wirklich hier drin sein? Dann lasst uns mal hier erstmal die Drohne starten, es ist ziemlich windig. Seht ihr, mein Hut fliegt sogar auch schon drunter. Dann bin ich mal gespannt, ob wir da irgendwas sehen können, Leute. Die Drohne liegt auf jeden Fall hier. Wir packen sie jetzt aus, es sind ein paar Securities hier. Ich weiß nicht, ob das eine Schwierigkeit darstellt. Wenn nicht, dann fliegen wir nochmal woanders hin. Wir müssen echt aufpassen, unten seht ihr die Stromleitung. Wenn wir da reinfliegen mit der Drohne, dann ist die Drohne komplett kaputt. Aber wo diese Masken sind, diese großen, könnte eigentlich echt auch Sirenhead sein. Aber wir sind nicht auf der Suche nach Sirenhead, Leute. Das haben wir ja vor zwei Wochen schon gewesen, ja. Wir sind auf der Suche, weil ich ihn gesehen habe, nach Bugs Bunny von Space Jam 2. Und nach Cartoon Cat. Okay, da ist dieses fette Gebäude. Dann lass uns mal hinfliegen. Oh mein Gott, oh, wir fliegen fast in diese Seile rein. Lasst uns mal zu diesem fetten Gebäude fliegen, Leute. Deswegen sind wir ja da. Lasst uns mal zu diesem fetten Gebäude fliegen. Wow. Denkt ihr, die Drohne kann überhaupt so weit fliegen? Also so hoch fliegen? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Okay, lasst uns mal näher und näher fliegen. Wir sind ja richtig weit weg, ja. Deswegen, ich kann die Drohne jetzt schon fast nicht mehr sehen, ja. Das heißt, wir müssen wirklich extrem aufpassen. Nicht, dass die Drohne irgendwo noch in dieses Gebäude zack reinfliegt oder irgendwas passiert, Leute. Das wollen wir nicht, okay? Deswegen lasst uns noch mal ein bisschen näher fliegen. Wow, die Berge schauen da hinten schon richtig, richtig cool aus. Lasst uns mal näher fliegen und ein bisschen weiter nach oben, ja. Okay, ein bisschen weiter nach oben. Wow. Wow. Okay, wir müssen mal das Ganze ein bisschen drehen. Warum hängt es auf jeden Fall? Könnt ihr, also Leute, es geht wieder. Wenn ihr irgendwas sehen könnt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, ob wir irgendwie irgendjemand vom Space Jam sehen können, der sich vielleicht dahin gebeamt hat oder vielleicht Cartoon Cat. Schreibt es auf jeden Fall bitte in die Kommentare, Leute, okay? Okay, lass uns nochmal ein bisschen näher fliegen. Okay. Okay, wir sind auf jeden Fall schon ganz nah dran.
Ich bin mir nicht sicher, ob sich wirklich jemand in diesem Gebäude... Warum soll jemand sich in dieses Gebäude befinden? Aber okay, ganz, ganz, ganz ruhig, okay? Noch ein bisschen näher. Noch ein bisschen näher. Okay. Noch ein bisschen höher. Wenn ihr irgendwas sehen könnt, dann schreibt es auf jeden Fall bitte mal in die Kommentare rein, Leute, ja? Ich kann auf jeden Fall noch nichts sehen hier in der ganzen Etage. Ganz, 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 ganz komisch, okay. Könnt ihr irgendwas sehen? Nee, 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 ich sehe gar nichts. Hä? Das Signal geht auf einmal weg. Ganz komisch. Warum geht auf einmal das Signal weg? Hä? Schon wieder? Okay, lass uns noch mal ein bisschen näher fliegen. Hä? Ihr habt es gerade selber gesehen. Das Signal ist gerade weggegangen, Leute. Das ist extrem komisch. Schon wieder? Aber jetzt kann ich was sehen. Oh mein Gott, da steht Cartoon Cat. Sie ist im Gebäude drin. Könnt ihr sehen? Sie ist wirklich... Sie ist ganz nah im Gebäude. Aber es geht wieder weg. Okay. Hä? Sie war in der Etage gewesen, wo auf jeden Fall keine Arbeiter waren. So viel steht schon mal fest, Leute. Sie war auf jeden Fall in einer Etage gewesen. Denkt ihr, wir können sie noch mal sehen? Geht das nach oben? Da ist sie schon wieder! Leute! Aber was macht sie da? Könnt ihr sehen? Sie läuft im Aber sie ist weg. Okay, lass uns noch mal ganz kurz hoch zum Gebäude fliegen. Oh mein Gott, das ist richtig schwer. Ich bin schon extrem weit weg. Ich bin extrem weit weg schon von mir. Und ich habe hier die Drohnensteuerung, Leute. Es ist schon mal auf jeden Fall richtig gefährlich. Okay, lass uns noch mal ein bisschen nach oben fliegen. Wow! Okay. Da ist keiner. Es kommt wieder. Okay. Die Drohne scheint anscheinend wieder zurückzufliegen. Zu meinem Ursprungspunkt. Ja, okay, das ist ganz komisch. Hä? Leute, als wir ganz oben waren, ist das Signal weggegangen. Hä, schon wieder? Aber jetzt ist nochmal das Gebäude da. Okay, das ist ja komplett komisch. Ja, da ist das Gebäude. Okay, dann lass uns mal die... Die Drohne geht auch irgendwie automatisch nach unten. Das ist ja komplett komisch. Warum geht die Drohne auf einmal automatisch nach unten? Und ich verliere total die Fassung. Sie geht nach unten, sie geht nach unten, sie geht nach unten. Hä? Okay, Leute, ihr habt es gerade selber gesehen. Oh mein Gott. Cartoon Cat war wirklich in diesem Haus drin gewesen. Das gibt's doch nicht. Okay, lasst uns mal weiter schauen. Die Drohne ist abgestürzt. Aber wir haben echt noch Glück gehabt, dass wir sie noch da haben. Sie hat sie fast zerstört. Aber könnt ihr das da hinten sehen? Da vorne ist dieser Spielplatz, okay? Ich würde sagen, wir starten von hier mal die Drohne, weil hier haben wir ein bisschen Sichtschutz, Leute. Ich würde sagen, wir legen die Drohne jetzt dann dahin und schauen mal, ob wirklich Cartoon Cat hier ist. Weil, könnt ihr den Sichtschutz sehen? Hier stellen wir uns hin und dann fahren wir mal hier rüber. Zu diesem Spielplatz oder was das sein soll. Leute, dann lasst uns doch mal die Drohne zu diesem Spielplatz jetzt starten, ja? Vielleicht befindet sich ja dort irgendjemand. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir müssen es nochmal dort versuchen, Leute, ja? Ganz komisch, habt ihr es gesehen? Einfach heftig! Die Drohne ist einfach abgestürzt. Lasst uns nochmal ganz kurz schauen und von der oben Perspektive. Wir müssen aufpassen auf diese Seite hier oben. Nicht, dass wir noch einen Stromschlag bekommen, also die Drohne, ja? Das wollen wir natürlich nicht. Lass uns mal erstmal über dieses Ding hier fliegen. Wenn ihr irgendwas sehen könnt, Leute, irgendjemand vorbeisehen könnt, dann schreibt es auf jeden Fall jetzt bitte in die Kommentare, Leute, ja? Ich muss es auf jeden Fall wissen, Leute. Lass uns doch mal die Drohne kurz anhalten, ne? Könnt ihr hier irgendwas sehen? Komisch. Mann, ey, ich bin doch nicht blind oder so, da nicht zu erkennen. Lass uns doch mal näher zu dieser Rutsche irgendwie hinfliegen, ja? Lass uns nochmal das ganze Ding runter. Okay, da stehe ich auf jeden Fall. Lass uns erstmal nochmal zu dieser Rutsche zu fliegen, ja? Heißt, wir müssen auf jeden Fall die Drohne irgendwann ein bisschen nach unten bringen, ja? Das ist echt komisch, ey. Da irgendjemand zu erkennen. Okay, da ist der Spielplatz von der Perspektive. Lass uns nochmal ein bisschen näher ranfliegen an den Spielplatz. Erstmal runter, komplett nah hin. Ihr wisst, an Spielplätzen versteckt sich öfters... Cartoon Cat! Sie versteckt sich ziemlich oft an Spielplätzen, deswegen lass uns mal ganz nah zu diesem Ding hier fliegen, ja?
ob wir irgendwas sehen können, ja? Okay, oben Perspektive. Wir müssen mal näher hinfliegen. Vielleicht von nach unten, ne? Genau dort rein. Genau dort rein, Leute. Da müsst ihr ja vielleicht... Vielleicht können wir wirklich Cartoon Cat... Oh mein Gott, sie steht vor uns. Vor uns steht Cartoon Cat. Oh mein Gott. Ich habe auch gar keine Übersicht mehr über die Drohne. Sie steht vor uns. Lass uns noch mal ein bisschen näher. Oh mein Gott, ist er weg. Weg, 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 weg. Sie war vor uns gestanden. Lass uns noch mal ein bisschen näher hinfliegen. Vielleicht können wir sie dann noch mal sehen. Noch mal ein bisschen näher hinfliegen, Leute. Aber habt ihr es gesehen? Da war auf jeden Fall Cartoon Cat gestanden. Denkt ihr, sie kommt? Noch mal raus? Cartoon Cat? Leute, das war's gewesen mit den Videos aus Mexiko erstmal. Nächste Woche am Dienstag kommt ein Video mit Wurzel TV. Grüße gehen raus, Wurzel TV, mach dich bereit. Es ist vorbei mit den Kinofilmen. Ich würde sagen, wir sehen uns am Dienstag mit Wurzel TV. Yes!